Wir Menschen haben im Vergleich zu allen Primaten, im Vergleich zu unserer Körpergröße, den mit Abstand größten Penis. Bin ich auch so ein bisschen stolz drauf. Ja, der Penis von einem Gorilla ist gerade mal 3 Zentimeter lang. Im Arbeitsmodus. Länger muss er nicht sein, denn der Silberrücken ist sowieso der Pascha, der das Recht hat, alle Weibchen zu begatten. Der muss die nicht groß mit Performance beeindrucken. Beim Homo sapiens dagegen haben die Weibchen die Auswahl. Und genau deswegen hat uns Mutter Natur einen großen Penis gegeben, der die unangenehme Eigenschaft hat, versagen zu können. Und genau da schlägt das Pendel zurück. Bei 3 Zentimetern steht das Ding mehr oder weniger immer. Bei 13 Zentimetern dagegen wird's schon schwieriger. Der versagt bei Stress, bei schlechter Ernährung und verrät den Frauen damit gnadenlos, wie fit wir sind. Ein großer Penis ist eigentlich ziemlich blöd. Der ist verletzbar, wenn wir über den Zaun springen, können schlimme Dinge passieren. Aber die Frau sagt sich, ein Typ, der mit so einem dämlichen Teil überlebt hat, der muss was auf der Pfanne haben. Comedy aus Hessen. Ja, Comedy.